Hallo Leute, wir begrüßen euch heute aus dem Safariland Stuckenbrook. Wir stehen hier noch in der Autowarteschlange und wir freuen uns auf einen tollen Tag. 79 Euro haben wir für die Tickets bezahlt, 2 Erwachsene, ein Kind inklusive Parkticket. Und über diesen Park kursieren ja die bösesten Meinungen und Gerüchte. Wir werden uns heute mal selbst ein Urteil davon machen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf diese Wasserbahn, denn da sind sich alle einig, die soll ja wohl mega cool sein. Viel Spaß mit dem Video. Wir sitzen hier, warten auf die Abfahrt des Safari-Bus. Es ist elendig warm hier drin. Also wenn man an der Kasse nach dem Kassenhäuschen gleich links abbiegt, dann kommt man hier zum Parkplatz. Das Coole ist, die Straße zum Parkplatz führt einmal quer durch den Park. Das heißt, du siehst dann links und rechts die Fahrattraktion schon. Komisches Gefühl. Ja, die meisten sind rechts abgebogen und müssen mit ihren schönen Autos dann durch die Safari-Zone fahren. Wir nehmen dafür den Bus, der wohl jede Stunde fährt. Ja, erster Eindruck. Positiv auf jeden Fall. Das verspricht ein schöner Tag zu werden. Fahrgeschäfte sind alle natürlich einen Tacken älter als in anderen Parks. Aber ja, das steht denen ja letztendlich auch irgendwann bevor. Es wird heute mega warm werden. Aber wie ihr seht, die ganze Anlage ist bewaldet. Das heißt, die Temperatur hier ist echt angenehm. Und ich krieg auch nicht sofort eine rote Ommel. Hier, da steht der Vekoma Coaster, sehe ich gerade. Wie heißt da Flying Tiger? Das ist dieselbe Bahn wie im Fort Fun, meine ich. Nur, dass hier noch die ganz alten Züge fahren. Es erinnert mich hier so an die klassischen Freizeitparks, ne? So diese großen gepflasterten Plätze, dann ab und zu mal ein buntes Fahrgeschäft. Das meine ich jetzt nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ein Tivoli Large, eine Marienkäfer-Achterbahn, wie man immer sagt. Auf die freue ich mich auch. Das sind ja halt nun mal Klassiker, bei denen wir immer froh sind, dass die überhaupt noch fahren. Aber viele Parks in Deutschland haben so ein Ding noch stehen. Nochmal? Das ist aber nichts für dicke Menschen. Der Bahn hätte eine Rückenpolsterung gut getan. Das war doch noch männliches Stahl auf Stahl. So, das Objekt unserer Begierde. Die berühmte Wasserbahn. Da freue ich mich schon drauf. Wow! Wuhu! Ah! Alter Scheiße! Wesentlich höher als bei anderen Lokflumes. Oh, scheiße. Alter. Wow. Was für eine Wasserbahn, Leute. Damit hätte ich nicht gerechnet. Mega geil. Könnte ich den ganzen Tag fahren, das Ding. Sagt mal, ich komme noch gerade aus der Wasserbahn. Könnt ihr mir verraten, warum ich jetzt auf einmal Sand in den Schuhen habe? Weil du in Ziegengehege warst, das ist voll mit Sand. Echt? Ja. So, es ist 11.17 Uhr. Wir haben noch nicht gefrühstückt, das werden wir jetzt mal nachholen. Hier geht es nämlich zum Restaurant. So, wir sind jetzt was essen. In einem richtig schick gestalteten Restaurant. Schaut mal. Direkt am Wasser. Sehr nobel. Ich bin natürlich ein bisschen verschwitzt von der Maske, weil wir gerade im Ausgabebereich standen, wo es naturgemäß nicht ganz so kühl ist. Unser Essen kommt gleich. Asian-Nudeln mit Hühnchen. Vergesst es, ich werde kein Foodblogger, aber guck mal. Für einen Freizeitpark essen sieht das doch echt schön aus, ne? Schicke Teller.
bin ich ja mal gespannt. Da steht, Affen können beißen, die Finger nicht durchs Gitter stecken. Gleichzeitig darf sie aber Popcorn füttern. Da ist einer. Das sind ganz zahme, liebe Affen. Normalerweise sind die ja immer ziemlich kiebig, wenn man die so aus anderen Zoos beobachtet. Ja, aber die sind wirklich total entspannt, ne? Sag mal hin. Ach, ich komme nicht. Ach so. Wie fandet ihr den Affen extrem? Cool, die haben richtig wie Mensch angefühlt. Die waren ganz lieb, die Tiere. So kennt man die gar nicht, diese Affen, ne? Die Wasserbahn hat eine Doppelladestation. Das sieht man nicht alle Tage. Ich erinnere mich, in Hellendorn gab es das auch. Das ist natürlich eine schöne Kapazitätsmaschine. Hinter mir der Flying Tiger. Ein Vekoma-Klassiker, der sich gut fährt. Die Abfertigung ist allerdings nicht die schnellste, aber das kenne ich bei diesen Anlagen irgendwie schon von woanders her. Ist wie es ist. So, Klappe jetzt, die Fahrt geht los. Seid ihr ein bisschen fertig von der Hitze? Ein bisschen. Wird das echt gut. Ein nostalgisches Karussell gehört in jeden Freizeitpark. So, wir drehen nochmal eine Runde durch den Park für ein paar letzte Aufnahmen. Er ist nämlich doch sehr voll geworden. Also unser Tipp tatsächlich, früh kommen. Früh Mittagessen und dann erst die Safari machen, denn die Leute neigen dazu, erst die Safari zu machen und dann den Erlebnispark zu besuchen. Der Park verdient sich heute ein goldenes Näschen an uns. Schon unser viertes Kaltgetränk, was wir brauchen. Es ist aber auch warm und wir werden jetzt langsam die Heimreise antreten. Wir haben alles gesehen, wir sind alles gefahren, fast alles. Es war ein sehr schöner Tag. Ich kann den Park nur empfehlen. Er hat zwei tolle Achterbahnen, eine mega geile Wasserbahn, einen schönen Tierbereich. Es ist ein Park der etwas anderen Art, wie ich finde. Aber um einen schönen Tag zu verbringen, ist er allemal gut. Das nenne ich mal Timing. Wir sind zu Hause angekommen und schon hast du so ein Schietwetter. Sieht man das? Ich weiß nicht, ob man das gerade sieht. Ja, wir hatten einen schönen Tag in dem Park. Sehr freundliches Personal, sowohl an den Kassen, in der Gastronomie, an den Fahrgeschäften. Also für einen Tagesausflug ist der Park empfehlenswert. Möchtest du auch noch was sagen, mein Töchterchen? Ja, tschüss.